Meine Damen und Herren, Sie haben gewählt und Sie wissen natürlich auch, wie Sie gewählt haben, aber wir wissen inzwischen, wie Österreich gewählt hat. Und wir haben einen spannenden Abend versprochen, man kann eines sagen, die politische Landschaft Österreichs sieht nach diesem 28. September 2008 entschieden anders aus als davor. Hier ist sie, die erste ORF-Hochrechnung dieses Abends und demnach, meine Damen und Herren, kommt die SPÖ heute auf 28,6%, das ist ein Minus von 6,7%. Die ÖVP kommt heute auf 25,1%, das ist ein Minus von 9,2%. Die Grünen kommen heute auf 10,5%, ein leichtes Minus von 0,6%. Die FPÖ kommt heute auf 17,9%, das ist ein Plus von 6,8%. Das BZÖ kommt auf 11,9%, ein Plus von 7,8%. Das Liberale Forum kommt auf 1,9% und schafft nach derzeitigem Stand den Einzug in das Parlament nicht. Die Liste Fritz zurzeit bei 1,8%, schafft damit den Einzug in das Parlament ebenfalls nicht, sonstige auf 2,3%. Auszählungsgrad derzeit 40%. Was würde dieses Ergebnis umgelegt auf Sitze im Nationalrat bedeuten? Schauen wir uns das an. Die SPÖ käme demnach auf 56 Mandate, das wäre ein Minus von 12 Sitzen. Die Grünen kämen auf 20 Mandate, ein Sitz würde den Grünen verloren gehen. Die FPÖ, die käme nach derzeitigem Stand auf 35 Mandate, das wäre ein Plus von 14 Sitzen. Das BZÖ käme auf 23 Mandate, ein Plus von 16 Mandaten. Und die ÖVP, die käme auf 49 Mandate, ein Minus von 17 Sitzen. Ein Ergebnis, über das heute und auch wohl noch in den nächsten Tagen viel geredet wird. Wir beginnen gleich damit und die erste Frage an Christoph Hofinger kann nur sein, wie sicher ist denn dieses Ergebnis schon? Na, wir haben noch 1,5% Schwankungsbreite, es sind erst die Ergebnisse aus den ländlichen Regionen da und wir müssen die Städte noch schätzen. Das heißt, trotzdem ist die Reihenfolge vorne relativ klar, SPÖ vor ÖVP, die FPÖ hat den dritten Platz klar abgesichert, beim vierten Platz kann es noch spannend werden zwischen den Grünen und dem BZÖ. Das hängt davon ab, ob die Grünen in den Städten überdurchschnittlich stark sind. Schauen wir uns vielleicht dieses Foto-Finish, das es noch werden könnte, grafisch an. Wir haben da eine Grafik vorbereitet, die schaut folgendermaßen aus. Zwischen dem BZÖ und den Grünen. Bitte, Christoph Hofinger. Also wir sehen, dass beide Parteien innerhalb dieser Schwankungsbreiten, die um die Uhrzeit einfach noch da sind, liegen. Was wir auch im Hinterkopf haben müssen, dass es später bei der Auszählung der Wahlkarten auch noch Vorteile für die Grünen geben kann. Also das kann eine Zitterpartie bis zum 6.10. werden. Aber Ihrer Einschätzung nach, Platz 1 ist entschieden? Für heute sieht so aus, dass der Platz 1 entschieden ist. Peter Filzmeier, überraschend, gleichzeitig wieder nicht überraschend, dieses Ergebnis. Was bedeutet es denn politisch? Es bedeutet, dass beide Regierungsparteien das historisch schlechteste Wahlergebnis seit 1945 haben. Das war bisher bei der SPÖ 33%, 1999 und bei der ÖVP knapp 27%. Die SPÖ ist natürlich trotzdem so etwas wie ein relativer Gewinner, weil man den ersten Platz sichern konnte. Wahre Gewinner sind aber zweifellos FPÖ und BZÖ. Die Grünen liegen mehr oder weniger im Bereich des letzten Ergebnisses, haben aber selbst das Erwartungsspiel überzogen, weil sie von 15-17% gesprochen haben. Die Frage ist, wie kann es weitergehen, wie wird es weitergehen, welche Koalitionen halten denn Sie für möglich und für denkbar? Nach jetzigem Mandatstand, wo sich aber natürlich noch einiges ändern kann, haben wir zwar bis zu 7 denkbare Koalitionsvarianten, das ist aber ein Rechenspiel. Politisch ist weit weniger realistisch. Die große Koalition mit starken Verlusten würde sich ausgehen. Für eigentlich alle anderen Koalitionsvarianten müsste zumindest eine Partei von den Positionen vor der Wahl sehr stark abgehen. Vielen Dank, meine Herren, fürs Erste. Wir werden heute noch viel reden über dieses Ergebnis. Zunächst aber zurück zu Hanne Leufeit. Ja, um alle halben Stunden und zu jeder vollen Stunde präsentieren wir Ihnen dann neue und natürlich immer genauere Hochrechnungen. Doch schalten wir jetzt gleich einmal zu Roland Adrowitzer in die Parteizentrale der SPÖ. Den ersten Platz wird die SPÖ aller Voraussicht nach halten können, aber sie hat starke Verluste eingefahren. Den ersten Platz wird die SPÖ halten können. Man versucht es hier aus Mühe zu machen, den ganzen Nachmittag heute eigentlich nicht sehr viel Stimmung aufkommen. Und wir schauen auch, wie man in dem Festzelt vor der Parteizentrale die Hochrechnung, die Gerhard Rosse eben verkündet hat, aufgenommen hat. Als das SPÖ-Wahlergebnis verkündet worden ist,
Da ist die Interessenkampfstimmung aufgekommen, erst dann, als das Wahlergebnis der ÖVP dann aufgeschieden ist. Da gab es dann auch Jubel im Festzelt vor der Parteizentrale in der Löwestraße. Über das eigene Wahlergebnis ist man natürlich geteilter Meinung, denn man hat ja auch ziemlich verloren. 6,5 bis 6,7 Prozentpunkte, das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ. Neben mir steht Bundesgeschäftsführerin Doris Burres. Kann man sich über so ein Ergebnis, 6,7 minus und das unter 30 erstmals freuen? Naja, man muss einmal sagen, wo wir vor 3 Monaten gestanden sind. Und wir wollten diese Wahlen ja nicht. Und die ÖVP hat diese Wahlen vom Zaun gebrochen, weil sie 10 Prozentpunkte vor uns gelegen sind. Jetzt sind wir alle mal Erster. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei all jenen, die in den letzten 3 Monaten so gelaufen sind, dass wir das Vertrauen zurückgewinnen können und allen Wählerinnen und Wählern, dass sie der SPÖ wieder das Vertrauen gegeben haben. Und ich bin froh, dass wir Erste sind. Das ist gut für das Land.